Hallo, in diesem Video werden wir sehen, wie wir Duplikate in Excel entfernen können. Es gibt eigentlich zwei Methoden. Ich habe hier jetzt eine Liste von Anrufen. So viele Minuten hat der Anruf gedauert. Ich habe hier die Namen. Ich möchte gerne die Duplikate rausnehmen. Ich habe ja manchmal Anrufe von derselben Person. Ich möchte nur wissen, wie viele Personen mich angerufen haben und wer das waren. Es gibt hier zwei Methoden. Die eine Methode ist die hier, indem man geht bei Daten und Duplikate entfernen und dann kann man wählen, welche Spalte man haben will, zum Beispiel nur Namen und dann auf OK und so habe ich dann jetzt die Duplikate entfernt und man sieht hier, jeder Name ist jetzt nur einmalig da. Das ist mal die eine Sache, gehe ich mal wieder zurück. Jetzt auch für die Leute oder für die, die jetzt diese Funktion für irgendeinen Grund nicht haben. Es gibt eine andere Methode, die habe ich früher immer angewendet. Und zwar, man macht das so. Gehen wir hier bei Start. Und ich kann dann, ich tue dann erstmal, ich will jetzt die Duplikate, die Namen-Duplikate weg. Also das heißt, ich sortiere nach den Namen. Ist ja egal, in welche Reihenfolge aufsteigen oder absteigen. Und dann habe ich mir hier eine Bedingung aufgebaut. Und zwar, wenn das da ist gleich das da, dann mache ich X oder irgendein Zeichen, ansonsten gar nichts. Okay, ich kann mal hier das zeigen, so wäre es in dem Funktionsassistent. Also das heißt, ich habe hier eine Wenn-Bedingung, wenn A2 ist gleich A1, dann X, ansonsten gar nichts. Und dann kann ich das dann runterziehen. Man sieht da überall, wo ein X ist, hier kann man eigentlich irgendeinen Namen eingeben. Überall, wo ein X ist, ist eigentlich ein Duplikat. Und dann, was ich dann mache, ich setze dann die Filter ein und Filter nach dem X, lösche es und somit, wenn ich dann wieder alle zeige, somit habe ich auch die Duplikate entfernt. Also es gibt die zwei Methoden. Natürlich die erste Methode ist die bessere, weil da muss man ja viel weniger machen. Aber für irgendeinen Grund, ich weiß nicht, ab welcher Version diese Feature drin ist. Für die Leute, die mit einer Version arbeiten, wo dieser Feature nicht drin ist, wäre die zweite Methode dann auch eine Option.